Moin moin zusammen. Ganz Deutschland erlebt aktuell hier eine richtige Hitzewelle. Überall sind es über 30 Grad und der Gedanke an Urlaub, der kommt entsprechend schnell. Übrigens, mein geilster Urlaub, den ich jemals verbracht habe, ist mittlerweile leider auch schon 14 Jahre her. Damals war ich mit meinen Eltern auf einem Katamaran in der Karibik unterwegs, genauer gesagt auf den British Virgin Islands. Da sind wir ein bisschen rumgesegelt und konnten so ein bisschen Fluch der Karibik-Luft schnuppern. Das war echt unfassbar faszinierend anzusehen und echt ein richtig geiles Erlebnis. Deswegen möchte ich heute von euch wissen, liebe Leute, was war denn euer geilster Urlaub und warum? Ich glaube, mein geilster Urlaub war in New York. Da war ich vor einem halben Jahr mit meiner Mutter als Geschenk zum Abi. Und es war super geil. Die Stadt ist so vielfältig und man kann so viel sehen. Und wenn man da durchgeht, denkt man immer so, ah, das kenne ich aus dem Film und das kenne ich aus dem Film. Und also super Stadt muss man auf jeden Fall mal gesehen haben, weil das gibt es nirgendwo anders. Mein geilster Urlaub war vor 3 Jahren. Da habe ich in Thailand studiert und wir sind für 2 Wochen nach Vietnam geflogen und haben da einen Roadtrip gemacht und sind durch die Reisfelder gefahren, haben uns die angeschaut, haben die Berge gesehen und das Meer und es war wundervoll. Es ist eine ganz, ganz schöne Natur da. Mein geilster Urlaub war, glaube ich, der Urlaub 2013 in Italien, in der Toskana. Da war ich auch mit meiner Familie und wir haben da in einem 400 Jahre alten Kloster gewohnt, mitten in Weinbergen und hatten einen irre coolen Blick auf die ganze Toskana mit den verschiedenen Städten und vor allem auf Florenz. Das war richtig schön, wo wir dann die ganzen Städte abgeklappert haben. Super geiles Wetter natürlich und ja, das war der coolste Urlaub, aber die coolste Reise war für mich der letzte Herbst in Indien. Da war ich mit der Schule für ein Hilfsprojekt, wo wir durch den Nordosten Indiens gefahren sind und da haben wir irre Erfahrungen gesammelt, richtig nette Leute getroffen, ganz andere Lebensweise kennengelernt und das war auf jeden Fall eine super Erfahrung, die ich immer wieder gern machen würde. Mein geilster Urlaub war auf den Philippinen vor 2 Jahren. Dort war ich 3 Wochen mit meinem Freund, auch das erste Mal. Und dort war einfach das wunderschönste Meer, das ich je gesehen habe, auf Boracay an dem Pukashell Beach. Ja, es war einfach unfassbar schön und zudem haben wir einfach in einem verdammt tollen Resort da gewohnt und das war einfach traumhaft. Definitely London. Really enjoyed going out on my own because I love to travel on my own. It was a bucket list item for me for a very long time and eventually found my way over there to enjoy myself. Just love the atmosphere and most of all the accents of the locals. So just to name a few reasons as to why London is my favorite holiday trip. Also es war erstaunlicherweise nicht Australien letztes Jahr. Der war zwar mega cool, aber es war Griechenland, als ich noch ganz klein war. Dort sind wir um die Inseln gesegelt und es war so einfach freiheitlich und einfach. Es war ein Familienurlaub und Griechenland bleibt mir deshalb auch so immer in einer schönen Erinnerung. Man kann einfach im klaren Wasser baden und mit dem Boot hat es einfach so eine gute Freiheit bedeutet. Ja, liebe Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe auf jeden Fall hart Bock auf Urlaub, um es mal salopp zu sagen. Ich bin richtig in Urlaubsstimmung gekommen jetzt durch den Beitrag. Ich hoffe, ihr konntet, wenn ihr noch nach Urlaubszielen suchen solltet, so ein bisschen Inspiration finden bei den Herrschaften, die sich hier vor der Kamera geäußert haben. Ansonsten genießt das Wetter, macht unbedingt nochmal Urlaub. Ich finde ja sowieso, man könnte prinzipiell eigentlich immer Urlaub haben, weil Urlaub ist einfach was Saugeiles, vor allem dann, wenn es in die Ferne geht. Nichtsdestotrotz, macht das Beste draus, habt noch eine schöne Zeit und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.